So, warte mal, ich gehe mal Okay, auf 15 C. Lebenspunkte, das ist mir jetzt gerade echt etwas zu wenig. Weapons. Sehr gut. Ach, das ist so ein Knüppel. Weißt du was? Machen wir das einfach mal. Und ich brauche Holz. Hast du Holz? Ein. Das bringt mich nicht weiter, Tatsache. Da unten ist auch ein Goblin. Nee, haben wir. Ich habe ein bisschen weiter gescheit. Sag mal, ist doch nicht dein Ernst jetzt. Da ist doch nicht. Ich versuche jetzt hier gerade ein bisschen die Bäume hier zu fällen. Wo denn? Hier links. Entschuldigung. Auf der linken Seite. Ah, guck mal. Ja, ich habe schon Survival kann bereits ich. 8 Holz bekommen. 8 Holz. Ja. Und ein bisschen Baumsaat, sprich, ich kann weitere Bäume anpflanzen. Wir haben jetzt 4 Bäumarten, Das ist gut. drei Sag mal, ist Baumarten. das so wie bei oder in Minecraft, dass Monster auch im Dunkeln spawnen können oder ist das relativ egal? Also die Dunkelheit. Also, ich Ansonsten würde glaube mal, ich. sie spawnen in der Dunkelheit. Ja. Aber ich glaube, abgeschottete Bereiche können sie nicht spawnen. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Aber wir sollten das Risiko dafür nicht eingehen. Mach das doch symmetrisch, ne? Wenn ich das sehe. Wenn ich die jetzt nicht. So viele willst du machen? Damit wir halt eine ausgefüllte. Erstmal. Ja, wie sagt man? Es mehr ausgeleuchtet haben, so dass es auf jeden Fall kein Risiko eingeht, weil bei Minecraft ist das ja auch der Fall, dass in einem gewissen Lichtradius die Monster spawnen. Ich hab eventuell Scheiße gebaut. Ah. Na komm, na komm, na komm, na komm. Ja, gut. Alles gut. Jupp. So, ich. Entschuldige, das konnte ich mir gar nicht nehmen lassen. So. Ja, noch andere Möglichkeiten. So, ich würde gerne scheinbar etwas essen. Ja. Ich habe Habe auch ich nur noch denn? 60%. Also ich habe auch dreimal Berry Seed. Ja, ich Einmal. habe Berry-Saat, habe ich unten auch schon ein bisschen gepflanzt. Kann ich dir den ganzen Stuff geben und du pflanzt das an oder wie wollen wir das machen? Wir können uns ja erstmal drauf einigen. Ich werde mich vielleicht um den Hausbau kümmern und du wirst dich sozusagen um die Nahrungsproduktion, Lederproduktion etc., also sprich um die Jagd kümmern. Oder auch die Erkundung. Ich glaube mal, das kommt auch ganz gut, dadurch, dass du dann auch den Usern ein bisschen zeigen kannst, was uns alles erwarten könnte. Das sind keine User, das sind Zuschauer und ich würde auch kein Haus bauen. Danke. Ja, das wirst du auch mitmachen. Jetzt nimm noch mal meinen Kram, den ich dir hier droppe. So. Ich guck mal, dass ich mich um den Bären hier kümmere. Ach komm! Boah, leichtes Spiel, ne? Voll anstrengend. Habe ich ihn? Würde sonst eben. Hast du Okay, noch Mensch. mal Holz für mich, bitte? Ich habe 8 Holz tatsächlich. Ja, dann. Ich weiß gar nicht, ich brauche glaube ich nicht so viel, warte. Ich habe hier 8 Holz. Ja, sonst drop mal raus, genau.
Habe ich schon. Liegt da vor dir. Danke. Kann ich mir die Bäume da holen? Ja, das sollte möglich sein. Ich wollte hier nach oben gerade. Ja. Warte, hier nochmal dein Holz wieder. Ich habe nur drei gebraucht. Du bist beschossen. Ach. Ich habe dich eigentlich schon tot gesehen. Ja. Montrose? Ja, ich bin Du noch bist da. tot. Oh, und ich habe mein erstes Outfit offenbar von dem Goblin bekommen. Glück. Gras kann man nicht konsumieren, oder? Also essen. Nein. Kannst du aber für Crafting verwenden? Ich glaube, ja, du brauchst es für Fackeln. Ah, okay. Meine Frage war auch ein bisschen doof gestellt. Ja. Ich Soll glaube, ich ich dir nehme die Pfeile, jetzt. geben, die ich gefunden habe? Ja, Oder mir kannst gesagt, gern machen. hier, da unten. Und ich bin vergiftet, glaube ich. Ein bisschen Holz bräuchte ich, weil ich brauche 10 Holz, um damit die Werkbank zu bauen. Könnte man nämlich anfangen, die ersten Werkbänke zu craften. Wo hast du Kohle gefunden? Findet man das ab und zu mal so oder Tatsächlich findest du das mehr weniger in Steinvorkommen, aber das ist auch mehr seltener. Ah, Ja? okay, Gras oder Kohle. Ah, gut. Es nicht, wenn das hier so zugeklatscht ist. So. Ich wollte den Grasbüschel abbauen. So. Für Fackeln. So, wir müssen jetzt, glaube ich, sowieso den Nachtzyklus abwarten, um am Tag wieder ein bisschen besser arbeiten zu können, ne? Ja. Brauchen denn die Problem ist, Beete mein sowas wie eine Nahrungsbalken ist Wasserzufuhr oder mittlerweile so? bei. Nee, Wasser brauchen wir nicht. Okay. Das ist das Gute. Die Nahrung wächst ohne Wasser. Offenbar braucht sie nur Sonnenlicht. Sehr realistisch gehalten auf jeden Fall. Aber das Spiel ist ja auch noch eine Alpha. Ja, im Early Access, ne? Ja. Hast du dich da jetzt rausgegraben? Meintest du nicht, unsere Basis sollte sicher sein? Ja, aber wir brauchen auch Holz. Wie gesagt, um die nächsten Werkbänke zu bauen. Also 10 Holz hätte ich noch. Ja, die könnte ich ganz gut gebrauchen. Ja, dann verdienen sie dir. Na, komm her. Danke. Gibt es denn, ja, gibt es wahrscheinlich so Kisten, ne? Die man sich Ja, bauen wir kann. haben sogar eine Kiste Ja. schon bereits. Die ist hier unten. Ja, vielleicht soll ich da gleich auch mal den ganzen Da, wo der Krempel Safe ist. reinpacken. Welcher Safe jetzt, verdammt nochmal? Warte, ich komme mal eben runter. Das ist eine Workbench oder was? Richtig, da können wir andere Werkbanken bauen. Hier haben wir den Safe beispielsweise. Kann man den abbauen? Ja, kann Ich man. habe den gerade einmal angehittet, also sollten wir es zukünftig unterlassen.
Bandagen. Bandagen gehen die auf Heilung? Ja, ne? Also das eigene Leben. Und wir haben sogar Rationen. Das ist auch ganz nice. Ich wollte aber nur die. Wie ging das nochmal? Das kann ich dir leider nicht sagen. Ah ja, da. Umschalttaste, damit kannst du Sachen teilen. Ist wahrscheinlich genauso wie in Minecraft. Was mache ich da gerade? Ich würde sagen, schlafen. Damit können wir die Nacht tatsächlich überspringen. Können mich hier auch reinlegen. Fällt dir jetzt an? Ja. Ja, ich habe es ehrlich gesagt im Einzelspieler noch nicht so oft verwendet. Okay. Auf jeden Fall kannst du deinen Spawn-Pointer setzen, ne? Also das hat doch Ja. auch was. Ich bin Weiß gar auch nicht, was ich hab. tatsächlich daran gespawnt, als ich gerade eben gestorben bin. Okay. Ohne mich da reingelegt zu haben. So, ich habe jetzt mein Inventar ein bisschen geleert. Ich guck mal, dass ich ein bisschen auf die Jagd gehe. Ja. Wenn ich mir die Viecher da rechts angucke, denke ich mir so, nö. Also Aber. das Große ist ein Rattenoger. Darunter haben wir etwas, einen Zombiehund. Sieht eher aus wie ein Der. Wildschwein. Nee, der noch ganz weiter runter. Na? Ja, habe ich. Na, und vorsichtig. Oha. Ich glaube, ich habe gerade auch einen Oger geplättet. Einen Goblin. Einen Oger. Ja, das Ja, ist Oger habe ich auch auch ganz geplättet. gut. Blute ich? Ja, das kannst du manchmal haben, Ich hatte dass gerade irgendwie du so eine Animation, auf jeden Fall. ja. Oh, weißt du, was mir auffällt? Und? Wir sind schon bei 25 Minuten. Also habe ich nicht drauf geachtet. Wow. Gut. Dann lade ich halt zwei Parts hoch. Ja, ich muss ja sowieso erstmal gucken, wie das Ganze ankommt. Deswegen werde ich jetzt auch Ja. mal wieder in die Base gehen. Und wir können uns ja bei der Crafting Box treffen. Ja, ich schaue erstmal, wie das Ganze so bei euch ankommt und inwiefern ich damit so klarkomme. Und ja, ich versuche natürlich öfter mal ein Part hochzuladen, auch andere Projekte zu starten, beispielsweise wie Minecraft möchte ich jetzt demnächst mit einem Modpack mal testen, wie das Ganze so funktioniert, wenn ich das mal alleine mache, ohne dass ich jemanden habe, der mich unterstützt beim Reden. Und dementsprechend hoffe ich, dass euch das Ganze soweit gefällt. Und ja, dann. Bis zum nächsten Part, ne? Wow, Jo. die schlechteste Abmod ever, aber egal. Wie gesagt, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und ich bin ja auch noch neu, ich lerne das alles noch und ja. Über Support würde ich mich freuen. Ihr kennt die ganze Prozedur, also bis zum nächsten Mal. Tschüss.